Hi Leute, schön, dass ihr da seid. Heute wollte ich euch einmal einen OBD2-Scanner vorstellen, also ein ELM327, ein sehr günstiges Teil. Ich glaube, das kostet irgendwie keine 10 Euro. Und damit werden wir jetzt mal versuchen, eine Diagnose an einem Fahrzeug zu machen. Dafür habe ich mir drei Apps runtergeladen für Android, diese installiert und die werden wir jetzt gleich einmal auch testen. Vorab werden wir aber erstmal diesen Scanner mit dem Tablet ja, verbinden. Dafür stecke ich den Eimer hier unten in die OBD-Dose rein. Zündung ist an. Wir gehen im Prinzip erstmal im Tablet auf die Einstellung und dann auf die Bluetooth-Einstellung. Dann machen wir Bluetooth einmal an, lassen das einmal scannen und hoffen. Ach, da hat er ihn schon gefunden. Genau. Ja, dann wählen wir den OBD2-Adapter aus. Und jetzt fragt er nach einem PIN. Steht 0000 oder 1234. Ja, versuchen wir mal 1, 2, 3, 4. So, jetzt sieht man hier, dass er einmal gekoppelt ist. Das heißt, das haben wir jetzt schon fertig und können jetzt weitergehen. Ich habe drei Apps runtergeladen. Einmal EOBD Facile, keine Ahnung, ich spreche es einfach mal Französisch aus. OBD Ani und den K-Scanner. Wir fangen jetzt erstmal mit dem EOBD Facile an. So, wir starten jetzt einfach mal die erste App. Da geht's los. Und klicken dann zuerst auf Verbindung. Da zeigt er uns jetzt an, was er verbinden möchte. Wir nehmen den OBD2. Ja, ist verbunden schon. Ja, und jetzt nehmen wir sitzen hier in einem Volkswagen. Wir können OBD, Motor und Getriebe auslesen in dem Fall. AWD geht nicht, weil der hat keinen Allradantrieb. LPG auch nicht, ist kein LPG-Fahrzeug. So, jetzt verbindet er hier mit den Steuergeräten wohl. So, jetzt verbindet er hier mit den Steuergeräten wohl. So, und jetzt zeigt er uns ein Steuergerät an. Also wir können das Motorsteuergerät auswählen. Und dann können wir einmal Diagnose machen. So, Diagnose, Status, Milchstatus, Fehlercode lesen, Monitoring. Gucken wir doch mal. So, null Fehlercodes, ein alter Fehlercode. Also da bin ich jetzt mal gespannt, was das ist. Lesen. So, was könnten wir noch machen? Umfang, ah, hier Konsistenz. Auch nicht. Was gibt mir noch? Bericht? Auch nicht. Achso, ja gut. Ist ja auch so ein Schloss dran. Deswegen geht das wahrscheinlich auch nicht. Ja, Überwachung der. Ja, stimmt, das ging ja nicht. Ja, zurück. Ja, geht nicht. Also wir können tatsächlich nur die Fehlercodes auslesen. Da der Wagen jetzt gerade keine Fehlercodes hat, geht das nicht. Ich habe eine Idee. So, ich habe jetzt gerade einfach mal den Stecker vom Aktivkohlebehälter abgezogen. Die Motorlampe leuchtet jetzt. Jetzt können wir die Fehlercodes nochmal auslesen. Gucken, ob er jetzt was anzeigt. Fehlercodes. Laufende Auswertung. Gut, das Ding lädt recht lange für meinen Geschmack. Also ich kenne Tester, die sind dann ein bisschen schneller, was sowas angeht. Kein Fehlercode. Ich starte jetzt nochmal das Auto und dann schauen wir uns das nochmal an. Also die Check Control, die leuchtet. Also die leuchtet auf jeden Fall. Jetzt gucken wir nochmal. Status, Milchstatus. So, jetzt hat er einen Fehlercode drin. So, jetzt hat er auch einen gefunden. Aktivkohle, Filter, Magnetventil. Das ist nämlich genau der Stecker, den ich gerade abgezogen habe. Jetzt einfach den genommen, der schadet jetzt erstmal nicht, um den im Leerlauf laufen zu lassen. Wir gucken uns mal an, was er hier sagt. Okay, also Fehlercode, Aktivkohle, Filter, Magnetventil, offener Stromkreis, bestätigt. Und genaue Daten können wir in der Basic-Version nicht sehen. Aber das ist ja schon mal in Ordnung, das reicht mir schon mal. Motor aus, Zündung an. So, dann testen wir jetzt einfach mal die anderen beiden Apps noch.
So, jetzt haben wir einmal OBD ANI. Das startet jetzt. So, da gucken wir jetzt mal. Wir müssten jetzt, glaube ich, erstmal auch den Dongle verbinden. Wähle ECU-Modell. Ach nee, das ist nicht ECU, sondern wir gehen jetzt erstmal im Menü. App-Einstellung, was haben wir da? Bluetooth-Geräte. OBD2. Mal gucken, was es jetzt drin hat. Wir machen jetzt einfach mal Fehler kurz lesen. Einfach mal gucken, ob er den findet. Naja, der verbindet. Kann sein, dass es jetzt ein bisschen länger dauert, weil es jetzt gerade wirklich die erste Verbindung. Ich habe diese App selbst noch gar nicht geöffnet. Verbindungsfehler. Okay. Ja, dann erneut versuchen. Gucken wir mal, vielleicht geht's jetzt. Kann nicht hergestellt werden. Abbrechen. Gut, dann gucken wir jetzt nochmal. Wähle ECU-Modell, Verbindung mit dem Fahrzeughersteller. Ja, ob das hier funktioniert. Ja, der braucht auch recht lange eigentlich. Jetzt geht er auf 50%. Oh. Das ist das. Wähle. Ja, Steuergerät wählen. Machen wir mal. Den. Ich kann ja draufdrücken, aber der wählt da nichts aus. Mal zurück. Was zeigt er mir hier denn an? Wurde hergestellt, steht da jetzt. So, Fehler kurz lesen. Ah! Okay, er hat jetzt auch einen Fehlercode gefunden. Gehen wir mal ganz oben hier. Fehlercode C. Achso, da kann man gar nicht draufdrücken. Ah, jetzt zeigt er hier, zeigt jetzt auch P0444 an. Aber er zeigt keine Beschreibung an. Also das heißt, wir wissen gar nicht, was jetzt eigentlich los ist. Dafür müssten wir jetzt die Vollversion kaufen. Also das enttäuscht mich gerade so ein bisschen. Also zumindest eine Beschreibung des Fehlers sollte da drin stehen. Jetzt keine genauen Daten. Wie ist es zustande gekommen? Wann? Bei welchem Kilometerstand? Was auch immer. Sowas brauchen wir ja gar nicht. Aber dass er zumindest mal anzeigen würde, was es für ein Fehler ist. Gefällt mir nicht. Ja, mehr. Viel mehr können wir da, glaube ich, auch nicht machen. Wir können hier Infos, aber können wir auch nichts auslesen. Echtzeitdaten, das würde mich mal interessieren, ob das funktioniert. Was machen wir jetzt? So, machen wir jetzt nochmal Motor, Kühlwasser, Temperatur, Motorumdrehung, Einlass, Lufttemperatur. Er zeigt mir einen grünen Haken hier an. Aber 0 Grad. Das irgendwie als Lesefehler. Ja, das kriegt er nicht so ganz hin. Also ich weiß nicht, also das Fahrzeug ist Baujahr 2002. Möglicherweise hängt es damit zusammen, dass er nicht auf alle Protokolle irgendwie richtig zugreifen kann oder die Protokolle durch das OBD nicht zur Verfügung gestellt werden. Okay, es ist schön aufgemacht an sich. Übersichtlich. Fehlercodes lesen funktioniert. Aber wie gesagt, er beschreibt den Fehlercode nicht, was ich persönlich ziemlich schade finde. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal die dritte App an. So, Carscanner. Carscanner kenne ich selber auch noch nicht. Also sieht an sich erstmal auch ganz schön aus von der Optik her. Unten verbinden. Da verbinden wir doch einfach mal. Gucken, ob er was macht. Verbindungsart Bluetooth, Gerät auswählen. OBD2, weiter. So, OBD2 Standard. Okay, wählen wir das Profil mal aus. Jetzt gucken wir, ob er da die Daten findet. Verbindungsprobleme. Na, gucken wir mal. Nochmal verbinden. Motor aus. Zündung an. Carscanner Einstellung ausgewählt. Und so, jetzt gucken wir noch mal. Verbindung. Hier auf bei Start verbinden.
Wählen wir den noch mal aus hier. So, zurück, zurück. So, noch mal verbinden. Gucken wir, ob es jetzt funktioniert. Ja, keine Ahnung. Also jetzt weiß ich nicht, also wie wir da die Verbindung vernünftig reinbekommen. Ja, ich weiß es nicht. Also ich komme mit dem Adapter nicht in diese Software rein, der verbindet den nicht. Bei den anderen beiden war es relativ problemlos. Der kriegt das hier gar nicht geregelt. Ich weiß auch nicht, was ich hier sonst jetzt noch machen soll. Jetzt eine Einstellung, gut, das ist jetzt nur wirklich Verbindung. Also er muss es automatisch hinbekommen. Das ist ganz klar. Nee, leider nein. Also ich werde mir da jetzt auch nicht weiter den Kopf zerbrechen. Wir verlassen den Car-Scanner und lassen ihn einfach raus. So, warum der Car-Scanner jetzt nicht funktioniert hat, weiß ich leider auch nicht. Wir müssen aber den Fehlercode nochmal löschen. Das heißt, ich mache jetzt erstmal den Stecker wieder drauf. So, Stecker ist wieder drauf. Nochmal die App anschmeißen hier. So, tut, 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 tut. So, wir machen jetzt einmal wieder EOBD Facile auf. So, nochmal Verbindung. Also das hat mir jetzt bis dato, also bis jetzt erstmal am besten gefallen. Verbindung mit Bluetooth fehlgeschlagen. Na, was ist da Phase hier? Wieso macht er das jetzt? Gehen wir mal Einstellung nochmal. Verbindungstyp, Bluetooth. Okay, machen wir mal aus, machen wir an hier. So, hier drin. Nochmal Verbindung. OBD2, ja, fehlgeschlagen. So, dann müssen wir mal gucken hier nochmal. Ist die Frage, was macht er jetzt mit dem bei dem anderen Programm? Gucken wir uns das andere nochmal an. So, OBD ANI. Gucken, ob der jetzt noch die Verbindung. Aber sonst haben wir ein anderes Problem irgendwie. So. Fehler kurz lesen und löschen. Müssen wir mal schauen. Ach so, ja, hier. So, Fehlercodes hat er hier. Sehr gut. Fehlercodes löschen. Gucken wir es damit. Warnung, Fehlerspeicher wird gelöscht. Motor aus. Okay. Ja, der hat es schon geschafft. Also Fehlercodes löschen geht auf jeden Fall. Beim EOBD Facile geht das auch. Ich weiß es, den habe ich nämlich schon mal getestet. Ansonsten würde ich sagen. Okay, Carscanner hat die Verbindung irgendwie nicht geklappt, wieso auch immer, keine Ahnung. Da will ich jetzt auch nicht weiter rumforschen. Es gibt so viele OBD2-Diagnose-Apps. Wenn eine nicht funktioniert, einfach die andere ausprobieren und gucken. OBD ANI gefällt mir, der ist recht schlicht aufgebaut an sich. Also sehr übersichtlich auch. Schön hell auch. Jedoch zeigt er da natürlich die Beschreibung des Fehlers nicht an. Das ist so ein bisschen, was mich so ein bisschen stört. EOBD Facile, für meine Zwecke, also wirklich nur um Fehlercode auszulesen, um zu gucken, wo könnte der Fehler liegen, eigentlich super. Der zeigt den Fehlercode an, der schlüsselt den Fehlercode auf und das reicht meistens schon, also wenn man ein bisschen Ahnung hat, um eine weitere Diagnose zu erstellen. Von daher würde ich sagen, das ist auf jeden Fall gut. Die anderen beiden werde ich wahrscheinlich einfach wieder runterschmeißen. Dafür bieten die ein bisschen zu wenig, beziehungsweise funktionieren einfach nicht. Und an sich, ja, was kann ich da jetzt noch groß zu sagen? Ja, der günstige OBD-Scanner funktioniert, also tut an sich erstmal, was er soll. Ich weiß nicht, ob er irgendwie Probleme mit teilweise mit der Software hat, ob er vielleicht irgendwie Protokollproblem oder so hat, weswegen der Car-Scanner darauf nicht zugreifen konnte. Aber wie gesagt, dieses kleine Teilchen hier, ELM 327,
funktioniert. Also zumindest mit den beiden Apps, UBD Facile und UBD Ani. Ich werde vielleicht in Zukunft noch mal ein paar andere Apps runterladen und mal testen. Ich würde sagen, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, abonniert mich doch, drückt auf das Glöckchen und gebt mir einen Daumen hoch. Vielen Dank, macht's gut. Bis bald. Ciao.